Wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen und noch mehr Fotos. Manfred Baumann bereiste mehr als 25 Länder und wurde vom renommierten National Geographic beauftragt, darüber einen Bildband zu erstellen, den er jetzt mit prominenter Unterstützung präsentierte. Arbeit mit Manfred ist nicht Arbeit, das ist Fun. Vom Aktfotografen zum National Geographic-Fotografen. War das geplant? Hügel sind ja überall ein bisschen dabei, oder? Weibliche Formen haben Hügel und die Berge haben auch Hügel. Also ganz so weit entfernt ist ja doch nicht. Ich habe schon reingeschaut ins Buch. Ich will sofort weg. Ich will einfach weg. Von da. Was ist denn der schönste Platz auf der Welt für Sie? Naja, das ist jetzt ganz pathetisch, aber der schönste Platz im Moment ist an der Seite meines Mannes. Der Ort, an den ich immer zurück möchte, ist Amrum. Amrum ist eine kleine Nordseeinsel neben Sylt. Da braucht man nur Gummistiefel und das Make-up kann man auch zu Hause lassen. Da ist man einfach natürlich nordisch schön. Seine schönste Reise steht ihm noch bevor. Wir gehen nach Kuba, wir heiraten nochmal. Und dann mit der ganzen Familie. Ich habe beim Blättern im Buch irgendwie wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich erst erkannt habe, wo wir schon überall waren. Und es ist so berührend und so herzzerreißend, was wir alles gemeinsam erleben dürfen. What's another year?